glaube, grundsätzlich wissen die meisten Brandenburgerinnen und Brandenburger nicht wirklich viel mit dem Thema TTIP anzufangen. Das Thema Agrarsubventionen, generell Agrarwirtschaft ist natürlich ein Thema, was in Brandenburg nicht ganz unwichtig ist. Wir haben relativ viele Bauern, auch Großbauern, für die das Thema TTIP ganz aktuell ist. Bio-Bauern-Standards ist da auch immer so eine Frage. Also ich denke schon, dass man das Thema auf Brandenburg gut runterbrechen kann und dass es letztendlich auch Auswirkungen auf Brandenburgerinnen und Brandenburger hat. Das ist aber aufgrund der Diskussion, wie sie geführt wird, vielleicht auch nicht so transparent nachzuvollziehen. Ich glaube, dass man da vielleicht einfach ein bisschen mehr noch aufklären muss.